Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich begrüße euch wieder zu der billigsten Fußballinformationssendung der Schweiz, zu Techring. Und Michi. Ja. Hey, Raffi, ciao. Schön, dass du da bist. Ist schon noch frei? Ja. Ja, da hocke ich gerade schnell rein. Eigentlich ist da Gründer. Ah, okay. Ja, was haben wir denn heute für Themen? Ja, Raffi, natürlich schauen wir auf den gewonnenen Punkt zurück beim FC Basel. Dann schon die Nazi-Pause vor den Türen und wir stellen uns die Frage, was können wir für ein Zwischenfazit ziehen, so nach dem ersten Quartal von der Saison. Und ja, auf das stoßen wir an. Und zum Wohl. Zum Wohl. Uns auch. Ja, Raffi, ich würde sagen, dann legen wir los. Den Match, wir haben ja, wie ich vielleicht feststellen, zusammengeschaut. Ja, Aufwärtstrend. Michi, schnall dich mal kurz an. Genau. Hast du mich auf die Euphorie bremsen getreten? Klar, gell? Wir haben ja wirklich gesagt, vor dem Match würden wir für ein Unentschieden sofort unterschreiben. Jetzt im Nachhinein, nach dem Match, sind wir absolut froh mit dem Punkt. Wie findet die Reise vom FC, die ist ja eigentlich sehr gut gewesen. Eben, wir haben immer geredet von den vielen Verletzten, die der FCL hat. Und darf man aber jetzt an dieser Stelle auch sagen, die Ersatzspieler, das haben wir auch schon angesprochen, die sind ja nicht nichts. Und man hat das jetzt wirklich in diesem Spiel mal können sehen. Grundsätzlich ist mir Basel sicher ebenbürtig gewesen. Nicht nur das, wir hatten auch viel mehr Chancen als Basel. Und ich muss sagen, eben, es ist ein eine paradoxe Situation, Michi. Oder? Wir haben vor dem Spiel eben gesagt, nach all dieser Vorgeschichte sind wir froh, wenn es einen Punkt gibt und nicht, dass wir abgeschlachtet werden. Und jetzt nach dem Spiel ist man fast ein bisschen traurig, dass es eben nicht zum Sieg gelangt hat. Ja, Raffi, es ist bei einer Person gelegen. Das können wir, glaube ich, so festnageln. Heinz Lindner im FCB-Goal hat wirklich den FCL-Sieg verhindert. Und da müssen wir neidlos anerkennen. Das war eine Weltklasse-Leistung. Würde sich ja, ziemlich gut machen mit dem Marius Müller, so in einer Reihe genannt zu werden. Nein, ist wirklich, also muss man auch auf der einen oder anderen Parade in der Hut sein, natürlich. Und ja, ich gehe in einem Punkt nicht ganz einig mit dir, von wegen Ebenbürtigkeit jetzt im Match. Der FCB hat den Match kontrolliert, das müssen wir schon sagen. Aber schlussendlich hat er fast keine zwingende Chance gehabt. Ich meine, auch das Goal selber war ja nicht zwingend vom FCB. Absolut, richtig. Oder? Und, aber sonst, die zwingende Chance hat der FCL gehabt. Und jetzt kann man sagen, das war wirklich so gewollt gewesen. Man hat im das FCB das Spiel überlassen. Man ist, und das ist auch wieder meinst, etwas anderes gewesen. Man ist seit langem wieder mal nicht eigentlich Favorit auf dem Feld, sondern man hat gegen Favoriten antreten und hat Aussenseite Chancen gehabt. In dieser Rolle fühlt sich der FCL noch relativ viel noch recht wohl. Und das war das noch auch der Fall gewesen. Ja, auch trotz den Ausfällen, die wir jetzt hatten. Oder vielleicht hat er sogar das noch mehr Karten gespielt. Oder? Und ja, nein, schlussendlich, Raffi, hochverdienter Punkt. Man hat definitiv können gewinnen. Es ist schade, hat es nicht gelangt, aber kein Vorwurf, also absolut kein Vorwurf für die Mannschaft. Und ich denke, ein guter Start oder leider muss man schon fast sagen, jetzt einen guten Abschluss noch, bevor es jetzt in die Pause geht. Aber den Schwung hat man jetzt doch recht gut mitnehmen. Ja, eben, das meine ich aber auch vielleicht ein bisschen mit der Euphoriebremse, Michi. Es war jetzt wieder mal ein Spiel gewesen, wo der FCL gezeigt hat, was sie eigentlich können. Vor allem sind ja eigentlich, ich habe das in meinem Blog noch geschrieben gehabt, Basel und IB kommen jetzt als Gegner und es ist uns eigentlich deutlich wichtiger gewesen, wie es auftreten ist als vom FCL, als dann schlussendlich das Resultat, oder? Mhm. Und ja, ich meine, wenn du es gegen IB spielst, die haben jetzt glaub, die letzten paar Spiele mit 6 Goal Unterschied gewonnen, los haben und jetzt gegen Servet. Wenn jetzt der FCL eine 6-0 Packung bekommt, wie siehst denn du das? Ist denn, muss man da wieder bei 0 anfangen? Also, ja. Das ist jetzt eine hypothetische Choreografie, definitiv hypothetisch 6-0. Boah. Ich glaube eben, dass die FCL gegen die grossen Mannschaft immer eine gute Leistung aus dem Hut zaubert.
Du weißt auch, im ersten Spiel schon gemacht hat. Ja, genau, eben, darum. Und ich würde jetzt, ich habe jetzt persönlich nicht Angst. Jetzt gerade nach dieser Leistung und dass nach der Nazi-Pause kommt ja dann der Müller, der Schürpf, der Baski wieder retour. Ja, das gibt vielleicht noch mehr Auftrieb. Eben, das ist jetzt auch, was ich gemeint habe. Nützt die Pause etwas im FCL oder ist es kontraproduktiv, weil man den ganzen Schwung jetzt nicht gerade zu gut mitnehmen kann? Okay. Michi, eine Frage. Würde mich nur rasch wundern, wie siehst du, der Jordi Wehrmann ist ja unser Man of the Match geworden. Wie siehst du seine Entwicklung? Ja, und er jetzt an den Tag gelegt hat, die letzten paar Spiele. Ey, wir haben so manchmal gesagt, hey, Jordi, schieß doch mal. Ja. Jordi, schieß doch mal. Und heute, es war nicht der erste Schuss gesehen. Ist der dritte oder zweite? Zweite ja. Der eine, der die Latte ist vorher. Und ich meine jetzt nachher, das Goal, das ist so was von verdient gesehen für ihn. Jetzt nicht nur in diesem Match, aber speziell. Er hat es verdient. Absolut, mal. Absolut. Ich muss einfach dazu sagen, ich habe das Gefühl, beim Jordi Wehrmann, der ist jetzt, der hat man ein bisschen verbäbert, habe ich das Gefühl, oder er hat sich immer können ein bisschen verstecken hinter den grossen Spielern, wie ein Schürpf oder halt den Ugrinic, der vielleicht eben vor der Schatten gestanden ist, oder ein Gentner zum Beispiel. Und durch die vielen verletzten Ausfälle hat er plötzlich müssen Verantwortung übernehmen, wo man ich habe zeitlang das Gefühl gehabt, er schlägt eigentlich mal Skibein schon an, dass er sich ein bisschen drückt von der Verantwortung. Und man sieht, dass er jetzt dort ein bisschen aufgeschlossen hat. Ja, kommen wir eben zum zweiten Thema. Das ist jetzt eben die Nazi-Pause steht bevor. Jetzt haben wir vielleicht mal wieder ein bisschen Zeit zum Verschnaufen. Die letzten Tage, Wochen eben, oder vor allem Tage sind ein bisschen aufregend gewesen, von wegen Trainer und Mannschaft. Ja. Ja, wobei ich, oder mir, muss ich so sagen, die Trainerdiskussion ja vor der Hand eigentlich auch nicht für nötig gehalten haben. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt Sachen, die man verbessern kann, das ist immer so. Und dann ist aber immer die Frage, was macht der Trainer oder wie ist die Ausserdarstellung eines Trainer? Also, und du hast selber letztes Mal das Tapet gebracht, dass Fabio Celestini gesagt hat, ich habe vielleicht im Moment die Mannschaft ein bisschen verloren. Jetzt hat er sie wieder gefunden. Das ist ja eine gute Frage, ganz gute Frage. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, eben wie man das von außen kann, in welche Schublade dass man das kann stecken kann. Das, wo jetzt viel geschrieben wurde, ist vor allem eben, ich habe die Mannschaft für einen kurzen Moment verloren. Das ist ja auf der einen Seite eine Bankrotterklärung und auf der anderen Seite hörst du, dass eben die Spieler sagen, eben, sie wollen nicht mehr mit dem Trainer zusammenarbeiten. Also sie haben sich gegen den Trainer aufgelehnt. Wenn das stimmt. Wenn das stimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man beim FC momentan wirklich so ein Verhältnis hat, auch von Trainer zu Spieler, dass es gefestigt ist und der Spieler auch wirklich die Entscheidung mal dem Trainer sagen, du, das ist jetzt einfach so nicht gut gewesen, wie ein Schulz in den Sturm stellen oder Marvin Schulz selber im Pause-Interview gesagt hat, dass er unzufrieden ist. Und ich denke, so Sachen sind jetzt einfach mal angesprochen worden. Es ist halt einfach, ja, ich habe das auch schon angetönt, ein bisschen schade, dass man vielleicht die Erwartungen zu hoch geschraubt hat. Also da nehme ich mich mit ins Boot, Michi, nach dem Göpsieg und nach den Verpflichtungen, zum Beispiel, die man alles gehabt hat. Jetzt haben wir den FCL eigentlich schon in anderen Sphären schweben gesehen. Umso härter ist doch jetzt eben das Geräusch vom Aufprall vom Boden von der Realität. Ja, aber Raffi, also nein, was wir eigentlich gesagt haben, und das, da stehen wir auch dazu, oder was wir für Erwartungen haben von dieser Saison, dass wir endlich mal nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Also, eine Saison ohne Abstieg sorgen. Genau, das ist oder hinten rum zu spielen. Und ja, das war die Erwartung, muss ich sagen, von mir auch. Eben, wo die Transfers etc. wo sind. Ja, jetzt sind wir halt gleich wieder so weit wie in den vorderen Jahren. Trotzdem, dass die Transfers früher gekommen sind und dass es doch namhafte Transfers gewesen sind. Ja, ob man die jetzt schon abschließend bewerten können, das bezweifle ich jetzt.
Ja, da ist die Saison noch recht jung. Ich denke, wir geben diesen Neuzugängen noch die Chance, sich wirklich zu beweisen im FCL. Absolut. Wir dürfen nicht vergessen, Entschuldigung, ich habe das Wort gefallen. Die Steigerung sieht man ja auch bei den, ich nehme jetzt gerade den Badstuber als Beispiel, also dass Steigerungen rum sind, natürlich. Ja, und wir sind früher wirklich die gewesen, die schnell mal nach einem Trainerwechsel aufgelangt haben. Wir wissen einfach, es geht ja mit dem Celestini, er hat es eigentlich in der Rückrunde ja bewiesen, eben auch nachdem, dass es sein System etwas geändert hat. Und ich kann es auch für uns sprechen, wir hoffen ja, dass die Zeit jetzt in der Nazi-Pause genutzt wird, um dass wieder die richtige, an der richtigen Rädchen gedreht wird. Dass zusätzlich ja dann eben auch wieder neue Spieler rum sind, das macht es ja sicher wieder ein bisschen einfach. Ja, genau. Also neu. Absolut. Ein Personalie, Raffi, möchte ich aber schon noch kurz ansprechen. Und ich möchte aber ganz klarstellen, das ist jetzt nicht, dass ich sage, der Spieler ist jetzt verantwortlich gewesen, dass es nicht gelaufen ist. Aber jetzt auch gegen den FCB, wir haben das jetzt in dem Spiel, wo wir zusammen geschaut haben, auch wieder gesagt, der Dejan Sorgic spielt 90 Minuten durch und also ich habe keinen einzigen Schuss von ihm aufs Goal gesehen. Als Stürmer. Ja. Und ja, er ist trotzdem 90 Minuten drauf geblieben. Andere sind ausgewechselt worden. Da habe ich jetzt weniger Verständnis dafür. Ich wäre dafür, dass man halt in so einem Spiel mal eine kleine Pause gibt. Sei es ein Schatzbänkchen oder mindestens halt einfach mal so mit die zweite Halbzeit sicher mal raus. Ja. Und schauen, dass man in der Alunga nicht nur einfach die letzten 3-4 Minuten noch Zeit. Vor allem machst du auch in Alunga so irgendwie. Entziehst du auch Alungas Vertrauen, habe ich das Gefühl mit der Zeit. Absolut. Und jetzt gerade gegen Basel wieder in dem Spiel. Der Djumic ist raus, nach der Mitte der zweiten Halbzeit. Wenn ich von einem von diesen zwei Stürmern etwas gesehen habe, dann ist es vom Djumic gesehen. Ja. Ich habe von Dejan Sorgic offensiv eigentlich keine grosse Szene, außer dass er einfach vielfach verzögert hat. Spieltempo rausgenommen. Ja, genau. Das hat wirklich, ja, ich gehe mit dir dort in die gleiche Meinung und ich denke, das sehen viele von euch ja auch so. Dass man dort uns mal erhofft hat, dass eben vielleicht jetzt in der Nazi-Pause vielleicht der Sorgic selber kann durchschnaufen kann, aber dass man nicht einfach immer stur nur auf den Spieler setzt, sondern wirklich jetzt einmal wieder den anderen eine Chance gibt. Michi, ja, lange Rede, noch längerer Sinn, gell? Wir sind jetzt schon lange am Schwätzen, aber das haben wir uns jetzt auch mal rausgenommen. Jetzt ist dann eben die Nazi-Pause. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, ich bin nachher wieder auf uns verzichten. Also müssen, ja. Kurz an der Stelle noch zum Sagen, gell, eben, wir haben unsere Homepage ein bisschen updated für das, dass ihr vielleicht einmal möchtet, drauf schauen. Ja, jetzt hast du noch aber etwas ganz Spezielles für uns gesehen und gehört. Genau. Und zwar das 1-0 auf dem FC Basel. Also, da sind wir ja wirklich gespalten gewesen. Und auch TV etc. Alle haben diskutiert, ist es ein korrektes Goal gewesen oder nicht, ist der Ball hinter der Outlinie gewesen. Und wir haben eigentlich den Beweis, dass es eigentlich draussen gewesen wäre, aber der VAR hat geschlafen. Da die exklusiven Bilder dazu.